News und Talks für Gebildete. Vielleicht ist heute der Tag eines Durchbruchs, eines Wandels sozusagen. Als erstes ist erschienen von Fridays for Future Deutschland, wohl aus Berlin, ein eher softes Video sozusagen. Dann ist ein Video erschienen, wo live gespielt wurde, der Welthit von John Lennon, Imagine. Und wenn man sich klar macht, was dieser Song aussagt, der fordert eigentlich eine postkapitalistische Gesellschaft sozusagen und ist deswegen auch von einigen der aktiven Mitglieder der zweiten Scientists for Future 2 auch ein Leitsong sozusagen, ja, also ein Motto-Song sozusagen. Dann ist die entscheidende Sache erschienen, ein Video von Fridays for Future Rhein-Sieg, das sich endlich ganz klar für das Ziel einer postkapitalistischen Gesellschaft ausspricht, weil sie jetzt langsam gemerkt haben, dass eben ja sozusagen alles, was die Regierung zustande bringt und alles, was die Kapitalismusfreunde, die auch bei den Scientists for Future 1 sozusagen, alles, was die zustande bringen, ist am Ende natürlich wieder sozusagen nur eine Lösungen, die den Menschen schaden und wenigen Reichen nutzen und so weiter. Und das ist natürlich kein richtiger Weg. Allerdings, also quasi die Scientists for Future 2 sind eben, die zweiten Scientists for Future 2 sind leider eben die einzigen, die das auch richtig können, sozusagen. Liebe Fridays for Future Rhein-Sieg, ihr seid auf dem richtigen Weg, jetzt müsst ihr nur noch mit den zweiten Scientists for Future 2 kooperieren und nicht mit den kapitalismusfreundlichen Scientists for Future 1, die eigentlich das ganze kapitalistische System weiterlaufen lassen wollen, nur eben auf der Basis von Elektromobilität und anderen Dingen. Also, jetzt aber die Warnung, macht nicht die gleichen Fehler, wie sie damals 1968, wie es die 68er-Bewegung vor 50 Jahren mit der RAF dann gemacht hat. Also nicht einfach um sich schlagen. Was es jetzt braucht, ist das, was die zweiten Scientists for Future 2 anbieten. Ihr müsst verstehen, dass der Kapitalismus in der Evolution der Menschheit auf bestimmte Weise durch Mutation und Selektion entstanden ist und eben sozusagen die gesamte Menschheit schwer beschädigt hat, ja? Und dass er eben, man kommt aber nur raus aus dem Kapitalismus in eine postkapitalistische Gesellschaft. Also man kann also sozusagen den Kapitalismus nur abschaffen, indem man auch versteht, welche Evolutionsmechanismen haben ihn erzeugt und wie kommen wir da wieder raus. Ja, also. Ich wollte gerade nur zeigen hier, das ist die Startseite der zweiten Scientists for Future 2 und da steht nicht nur eben die Stellung des zweiten Scientists for Future, die Erklärung zur postkapitalistischen Gesellschaft und so weiter. Also sozusagen, ihr solltet unbedingt auf Greta Thunberg hören. Die hat gesagt, listen to the science, unite behind the science. Unite behind the science, auch wenn es darum geht, den Kapitalismus zu beenden. Wir müssen den Kapitalismus auf naturwissenschaftliche Weise mit naturwissenschaftlicher Präzision beenden. Und hier ist zum Beispiel erst einmal die Analyse des Kapitalismus. Wie gefährlich ist er? Er ist nämlich 100-mal gefährlicher, als Karl Marx es geahnt hat. Ja? Und wie erzeugt der Kapitalismus zum Beispiel das Gesundheitssystem, Schäden in der Bevölkerung und so weiter? Und wie sozusagen zerstört der Kapitalismus unser ganzes Leben?
Und die Lösung, ja, also das hatte ich, glaube ich, eben auch schon auf. Das ist dann hier ganz kurz zum Beispiel der erste Schritt raus aus dem Kapitalismus ist erst einmal, dass es eben nicht mehr um die Gewinne, finanziellen Gewinne Einzelner geht, sondern dass jeder Bürger eine Wohlfühlnote und abgibt. Also dass also mein und eure Wohlfühlnote und eure Gesundheitsdaten in Zukunft über alle Verdienstmöglichkeiten anderer Menschen bestimmen. Sozusagen der einzelne Mensch wird zum Herrscher über das wirtschaftliche Treiben in der Gesellschaft, sozusagen. In diese Richtung liegt die Lösung des ersten Schrittes raus aus dem Kapitalismus. Erst einmal sozusagen, dass alles wirtschaftliche Handeln dem Wohlfühlen der Menschen dienen muss und der Gesundheitsförderung der Menschen. Und ihr habt ja richtig beschrieben, dass der Kapitalismus ein System ist, das das Wohlfühlen der Menschen zerstört und die Gesundheit der Menschen zerstört und die Lebensqualität zerstört, der Menschen zerstört und die Erde zerstört und die Erde vergiftet und die Erde verdreckt und so weiter. Also auf jeden Fall sozusagen gilt jetzt, wir müssen sozusagen auf die Wissenschaft hören, Greta Thunberg, listen to the science, unite behind the science, vereinigt euch hinter der neuen naturwissenschaftlichen Volkswirtschaftslehre der zweiten Scientists for Future 2, die mit euch gemeinsam in einer Kooperation mit euch gemeinsam den Kapitalismus abschaffen können, den Ausstieg aus dem Kapitalismus schaffen können. Und macht es nicht wie die RAF, einfach blind unwissenschaftlich um sich zu schlagen. Das ist ein schwieriges wissenschaftliches Problem, den evolutionären Ausstieg aus dem Kapitalismus zu schaffen. Das geht nur mit der Strategie der sanften Zwischenschritte und ansonsten wird es nicht funktionieren. Also, liebe Fridays for Future, nehmt Kontakt auf mit den zweiten Scientists for Future. Ihr müsst euch nochmal klar sein, ihr habt eine unheimliche Macht. Die Medien berichten gerne über euch und das ist eine unendliche Macht, die ihr habt in der Gesellschaft. Ja? Das heißt also, ladet zusammen mit Greta und Luisa und wem auch immer eine Pressekonferenz ein und tretet an die Medien heran. Hier, wir kooperieren jetzt auch mit den zweiten Scientists for Future 2, weil die einen naturwissenschaftlich fundierten Weg zur postkapitalistischen Gesellschaft erarbeitet haben in 51 Jahren Wissenschaft und sozusagen uns jetzt helfen können. Und wir sollten jetzt in jeder Talkshow weltweit die nächste Zeit einfach darüber diskutieren, ob dieser Ausstieg aus dem Kapitalismus in Richtung einer postkapitalistischen Gesellschaft der zweiten Scientists for Future 2 das Richtige für die gesamte Menschheit und zunächst einmal für Deutschland und Europa ist. Ja? Alles klar. Tschüssi.